Julia, 10 Jahre behauptet, ich kenne alle Songs von Helene Fischer und kann sie an einem nur einsekündigen Ausschnitt erkennen und bin darin besser als Helene Fischer selbst. Julia und Helene bekommen immer abwechselnd einen einsekündigen Ausschnitt eines Helene Fischer Songs vorgespielt und müssen das Lied richtig erkennen. Jeder bekommt 6 Aufgaben. Wer mehr Songs richtig erkennt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's los! Wir beginnen natürlich mit der ersten Aufgabe, dem ersten Ausschnitt für Julia. Ja, länger ist eine Sekunde nicht. Mit keinem anderen. Aha. Sagt Julia und es ist. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen. Das kann ich mit keinem anderen. Nachts mit Party lärm allen Nachbarn stören. Das kann ich mit keinem anderen. Richtig. Okay. Gefühlt war es vorgestern, der Song ist aus 2013. Wahnsinn. Ist schon ein bisschen her. Aber jetzt, Helene, erster Ausschnitt für dich. Okay, das war Herzbeben. Okay. Herzbeben, lass es leben, wir wollen, dass er lebt. Herzbeben, Robert, lass es beben, beben. Herzbeben, lass uns durch die Decke leben. Das stimmt. Ja, erstmal was zum Reinkommen. Ja. Nächster Ausschnitt für Julia. Von hier bis unendlich. Mhm. Ja. Ja? Ja. Helene hat auch für sich noch mal kurz überprüft. Richtige Antwort, Julia. 2:1. Und zweite Aufgabe für Helene. Was war das denn? Ich weiß es. Ja? Kann ich noch mal hören, bitte? Ja. Ja, ich muss jetzt ja irgendwie raten, weil ich, da stehe ich total auf dem Schlauch. Also vielleicht sagst du zuerst dann, von wem das Lied war? Ach so, ja. Hm. Helene Fischer auf jeden Fall. Hm. Für andere. Hm. Okay, du weißt es, du warst jetzt schon relativ sicher. Okay, ich hau's jetzt einfach raus, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Es sind ja auch so viele, okay. Phänomen. Okay. Ja. Oh, okay. Du bist ein Phänomen. Für andere. Ja. Genau. Okay, wow. Boah, hab ich ein. Ich hab doppeltes Glück gerade, anscheinend. Oh. 10 Jahre ist das her. Es war das Jahr, in dem auch Klein gegen Groß dann angefangen hat. Da hatten wir unsere erste Sendung. Ach, guck mal. Mhm. Ja, Phänomen, wir sind alle noch hier. Nächste Aufgabe für Julia. Wir zwei? Bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen Ausschnitt gibt, den Julia nicht kennt. Wir zwei beschweben. Stimmt. Ach so, ich dachte, das wäre schon der Song. Nein, das ist noch nicht der Song. Aber jetzt. Okay. Ich will immer wieder. Fieber. Also ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Okay.
Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Auch das ist spannend, an den Ausschnitten zu sehen, diese immer neuen Inszenierungen, ja, diese wirklichen Choreografien, diese wahnsinnige Kreativität dahinter. Ja? Ja. Vierte Aufgabe für Julia. Nur mit dir? Da habe ich gar nichts vom Text verstanden, aber wenn du das sagst, Julia. Nur mit dir, sagt Julia. Nur mit dir. Möchte ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möchte ich noch allen Gipfel stehen. Alles würde mich mit dir. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und denkt an die Glocke, ne? So, jetzt geht's weiter. Vierte Aufgabe für dich. Boah, das ist genau wieder so ein Punkt. Ich weiß nämlich, es. Ja, ja, stimmt. Das ist nämlich die Originalversion. Und jetzt muss ich kurz irgendwie in den Text. Oh. Okay, kann ich noch bitte einmal hören? Ich glaube, es ist mit einem Paradies, aber ich weiß es gerade nicht. Nee. Ich sage mit einem Paradies. Mitten im Paradies. Und wir wollten doch eine Ewigkeit. Oh. Mitten im Paradies. Ach so, ist ja doch. Mensch. Tausend Träume Also, oh, so schwer. Es gibt zig Versionen, wirklich. Ja. Ja, aber das ist die Originalversion aus dem Jahr 2007. Richtig, ja, mit Band damals war das wieder anders, ja, irre. Ja, so, es bleibt weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Julia? Jeder. Flieger? Flieger? Ah, ja. Ja. Okay. So losgelöst, frei, frei, frei. Wir fliegen. Mach den Himmel klar, seh den Countdown. Wir sind da. Super. Auch das ist richtig. 5-4 für Julia. Kommen der Entscheidung in diesem Duell näher. Fünfte Aufgabe für Helene. Das will sie sich nicht nachsagen lassen, dass sie ihre eigenen Songs nicht kennt. Nee, das ist auch total okay, wirklich. Will ich noch? Will ich noch? Okay, noch ein letztes Mal. Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gerade gar nicht. Okay, wahrscheinlich irgendeine ältere Nummer auf jeden Fall, so wie ich das von den Instrumentierungen höre. Du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Okay, aber will ich noch ist auch so ein Songtext, ne, der sehr häufig auch in Songs vorkommt. Ne? Ja, alles. Ich will immer alles. Ja, ja. Will ich noch dies, jenes. Kann noch ganz viel kommen. Okay. Welcher Song ist es? Das ist unser Tag. Ah ja, okay. Der perfekte Tag. Der allerbeste Augenblick. Denn jedes Wunder wird auf einmal kommen. Guck mal, du hättest sofort gewusst. Wirst du vielleicht demnächst wieder öfter singen? Wird vielleicht demnächst nochmal neu kommen, unser Tag. Genau. Aber in dem Falle kein Punkt für Helene.
Aber die letzte Aufgabe für Julia. Ein Signal. Ah ja. Ganz einfach. Vamos a Marte. Das fand ich auch ziemlich einfach. Ja? Ziemlich Maus. Okay. Vamos a Marte. Wir sprechen deine Sprache. Jawohl! Aber komm, den einen machen wir noch, Helene. Einen hören wir uns noch an. Bei einen haben wir noch für dich, weil es so viel Spaß macht. Den hören wir uns noch an. Sowieso. Ja. Ah, ja, passt irgendwie auch. Ja? Und es ist. Ist doch sowieso schon klar. Diese passt gut zum Moment in dieser Show. Denn es ist sowieso schon klar, dass Julia gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Julia gewinnt das Helene Fischer Duell. Wenn ihr noch mehr coole Musik-Challenges sehen wollt, dann drückt gerne hier.